Hallo, in diesem Video möchte ich nun ein weiteres USB- bzw. PC-Oszilloskop vorstellen, und zwar das Picoscope von Pico Technologies. Da ist es schon. Das hier ist das Scope, das ist die Kiste, in der man das normalerweise kriegt. Ich mache mal kurz auf. Offensichtlich habe ich das schon getan. Was man da findet, ist zum einen hier so ein formschönes Introduction Sheet mit allen möglichen Dingen zur Software. Das System ist ja relativ leicht selbsterklärlich. Eine Bedienungsanleitung und zwei komplette Messspitzen hier, so wie sich das gehört, mit dem Klimbim, der dazugehört. Ja. Das Scope selber ist diese kleine Box hier mit dem USB-Anschluss hier. Hier den koaxialen Anschlüssen, einmal für den Arbitrary Waveform Generator als Ausgang und A und B und natürlich hier noch der Anzeige, dass das ganze Ding auch massemäßig verbunden ist. So, jetzt schauen wir uns die Software an. Zunächst einmal, wo kriegt man sie her? Also hier picotech.com ist die Adresse, wo man hingehen sollte. Unter Downloads findet man die Informationen zu seinem speziellen System. So, zur Installation führt man die Schritte durch, die hier stehen, funktioniert auch. Und dann kann man hier über das Menü Picoscope 6 aufrufen beispielsweise. Wenn man es klicken hört, am Picoscope ist alles gut, dann hat es nämlich funktioniert. Ja, und das ist es. Und da könnten wir jetzt auch den Katalog daneben legen, Quatsch, dieses Poster daneben legen und schauen, was wir da haben. So, zunächst mal schauen wir uns durch, was es hier so gibt. Serial Decoding gucken wir uns später an. Measurements kann man dazufügen. Edits und Connect Device ist passiert. Wir gehen zunächst mal hier drauf, denn hiermit können wir einen Signalgenerator anwerfen und machen hier Enabled. Arbitrary brauchen wir noch nicht, machen wir gleich. Wir nehmen einfach hier mal ein Square mit einem Kilohertz, das ist typische Abgleichssignal, und das wird dann auch einmal kurz verbunden. Hier gehen wir hier auf den AWG, nehmen eins von diesen beiden hier. Ich nehme jetzt mal das Gelbe, auch wenn das nicht ganz zu der Farbe passt, die wir da vorfinden, verbinden die Masse und das Signal. So ein ganz feiner Draht hier. Der auch gerne wegrutscht. So, jetzt müssten wir es haben. Da sehen wir auch schon was flackern hier. Okay, welche Einstellung haben wir? Die 10er-Einstellung, den können wir hier zunächst wieder wegmachen, denn den brauchen wir nicht. Dann schauen wir uns zunächst mal an. Wir sind hier auf Kanal A. Blau nehmen, die Probe nehmen wir die mal 10. Resolution wollen wir 8-Bit haben. Es würde sogar ein Enhancement vorlegen. Das wollen wir aber gar nicht haben. Und dann ändern wir hier die Zeitbasis noch, so dass man auch mehrere von den Dingern sieht. Getriggert ist noch nicht sinnvoll, also gehen wir hier unten hin und triggern mal auf Auto. Dann könnte schon was funktionieren. So, wir sehen hier wieder so ein ganz convenient Punkt hier, wo wir den Triggerpunkt verschieben können. Das ist natürlich sehr schön. So, legen wir zum Beispiel wieder in die Mitte, wo er eben war. So, jetzt müssten wir eigentlich zunächst noch den Abgleich machen. Einmal, weil das Good Practice ist. Hier, was sieht das hier? So, das Signal ist abgeglichen. Wir sehen ein schönes Rechtecksignal. Ach, gönnen wir uns doch eigentlich noch den zweiten Kanal gerade dazu, damit wir das Ganze schön ist. Damit wir da so, jetzt haben wir beide dran. Der ist in Overrange, also nehmen wir uns hier, ja, nehmen wir doch mal das Auto. Dann liegt der da, wo der andere auch ist. Können ihn aber ein bisschen verschieben. Da müssen wir jetzt die rechte Maustaste nehmen, die rechte Skala nehmen, hier die linke. Gut, jetzt sehen wir die beide ineinander. Den könnte man noch etwas schöner abgleichen, den roten hier. Dann machen wir das da auch nochmal, weil es so schön ist. So, passiert. Naja, jetzt haben wir schön das Rechteck hier drin. Okay, jetzt können wir weiter spielen. Greifen wir uns nochmal wieder den Arbitrary Waveform Generator und gucken uns mal an, was der alles kann. Hier kann ich jetzt im Prinzip eingeben, was ich gerne möchte. Wenn ich hier jetzt 1001 Hertz eingebe, dann kommen da 1001 Hertz raus. Wenn ich hier 1011 Hertz möchte, dann macht er mir das auch. Ich kann die Amplitude hoch und runter drehen. So.
Ich habe die beide auf Auto stehen, das ist vielleicht gerade mal nicht so schön, machen wir 2 Volt und den hier auch auf plus minus 2 Volt. Plus minus 1 Volt, der ist nicht so richtig verbunden. So, und können uns hier auch ein Offset gönnen. Sieht man jetzt nicht viel, weil wir zu wenig genommen haben. Wenn wir jetzt 500 Millivolt da drauf geben, dann geht das auch. Das Schöne hier beim Picoscope ist, wir haben auch DC und AC Couple können wir wählen. Also wir können das hier auf AC Couple stellen und dann kommt eben nur der Wechselspannungsanteil dadurch. So, man kann hier eine bunte Folge von Signalen wählen, beispielsweise halbe Sinusse oder Dreiecke. So. Also was einem so einfällt. Und hier noch als Arbitrary Waveform können wir hier auch noch sogar noch was zeichnen, wenn wir möchten. Können wir uns ja mal einen Sinus geben, mit den wir hier mit, na, ich sag mal, 10 Cycles in die 1024 Samples reinpacken. Und dann wenden wir das mal an. Und dann sehen wir, dass die Frequenz hier deutlich hochgegangen ist. So, die Basisfrequenz ist aber immer noch hier die Startfrequenz. Da können wir uns hier auch die Frequenz noch erhöhen und wir kommen, das ist eigentlich der Trick jetzt, auch auf sehr hohe Frequenzdarstellung, aber da merkt man schon, bei 100 Kilohertz sind dann 10 Waveformen in den 1024 Samples drin, das wird nichts richtig was, also 1 Megahertz können wir hier nicht rauskitzeln, selbst wenn wir wollten. Immer auf 10 und da machen wir jetzt mal so, dass wir hier ja, mit 10 Kilohertz und dann 1024 Samples mit dann 10 Wellenformen drin, müssten wir eigentlich jetzt hier auf 100 Kilohertz kommen. Wir können das hier mal nachmessen, indem wir hier unter Tools, unter Measurements und Messung gönnen auf Kanal A. Wir wollen AC RMS haben. Okay, das ist der da. Und wir wollen noch die Frequenz sehen. Das ist der hier. So, und dann sehen wir, dass er uns hier 100 Kilohertz, also dass dieses Signal hier 100 Kilohertz hat. So, Spitze, Spitze. Ach, die AMS haben wir hier. Ich hätte gerne noch die Spitzenwerte. Peak to Peak. Okay, und dann kommen wir hier auf Peak to Peak 800 Millivolt. Jetzt haben wir genau auf 0 gestellt und jetzt können wir auch das mit den 800 Millivolt Spitze Spitze nachvollziehen. So, man hat also einen vollwertigen Arbitrary Waveform Generator bei dem Picoscope dabei. Das macht das ganze Ding recht attraktiv. Ich möchte trotzdem auch hier mal gucken, was der eigentlich am Ende so kann und starte dafür wieder den Netzwerkanalysator, den Mini VNA Tiny. Mal ganz wegstellen. Das können wir ziemlich wegschieben. Auf 1 Megahertz gestellt. Verbinden wir einmal. Das ist das Gerät hier, Mini VNA Tiny. Und ich verbinde einfach hier den Ausgang hiermit. Muss den aber noch on air schalten. So, und da sehen wir, dass da ein Megahertz-Signal vorliegt. Okay, ich würde gerne die Divisions ein bisschen kleiner stellen, damit man das auch sieht. Ich komme hier runter bis auf 200 Nanosekunden pro Division. Ja, ich mache noch den Kanal B aus. Gut. Jetzt komme ich auch noch runter auf 100 Nanosekunden pro Division. Und kann jetzt einfach ja mal die Frequenz hochdrehen. 3. Vielleicht wollen wir auch gerne noch die Messung sehen hier. Man sieht hier unten, der RMS-Wert ist bei 270 bzw. Spitze, Spitze 700, 760, 780 und die Frequenz 4 MHz. Das hat er hingekriegt. Gehen wir noch höher und dann sehen wir, dass die Frequenz natürlich steigt. Und wir sehen auch, dass hier wir bei ja, bis zu 10 MHz hochkommen.
Da fällt aber das Ganze hier schon runter auf 500 Millivolt. Steigen weiter und sehen, dass, ja, klar, die Amplitude fällt, aber wir sehen, dass die Frequenz immer noch stimmt, bis zu 20 MHz und wir sogar über 20 MHz jetzt noch schätzen können. Messen würde ich das jetzt nicht richtig nennen. Hier geht es noch darum, dass wir uns nochmal über die Protokollanalyse im Klaren werden, jetzt mit dem Picoscope. Picoscope ist verbunden. Ich habe hier ja, so einen UART Zwischenstecker-Pegelwandler genommen, damit ich die Signale abnehmen kann. Der Aufbau ist wie bei den anderen PC-Oszilloskopen auch. Wir haben einen PC, über USB-Busse geht es auf USB R2.2-Wandler, hier die beiden. Und dann geht es über einen DSOP9-Stecker, das ist der da auf diesen Zwischenstecker, der hier mit zwei Potentiometern, die jeweils TX und RX abgegriffen werden können. So, das verbinden wir mal. Ich lasse das hier nochmal liegen. Ich verbinde das Ganze jetzt nochmal. Der Kanal 1 ist ja hier der gelbe. So. Und so. Und dann noch den zweiten Kanal gerade da dran. So. Gut, ich muss hier sowas auf dem PC sowas starten. Dass ich hier also jetzt mit einem Minicom. Ich nehme wieder die 9600 Baud minus D Dev TTY USB. Ich meine, das sind 0. Da hat er gesagt, dass das gut geht. Und das hat funktioniert. Und auch hier, ich drücke hier die 1 beispielsweise und die erscheint auf der anderen Seite. Und ich drücke hier die 2 und die erscheint. Ja, ich bin wieder auf der Seite. Ich drücke hier die 2 und die erscheint jetzt auf der Seite. So, damit funktioniert das schon mal. Gut, da kann ich natürlich mit 100 Nanosekunden hier jetzt nichts werden, nicht? Also da muss ich jetzt mal zusehen, dass ich etwas anderes wähle. Vielleicht 100 Mikrosekunden. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Sample hier, 200 Kilo Samples, 100 Mikrosekunden sind 10 Kilohertz, das reicht eigentlich nicht. Wir müssten das wählen, das wären mindestens 50 Kilohertz, 300 Samples. Jo, und die beide A und B wollen wir anmachen auf 1 Volt. Da tut sich auch was, das ist glaube ich ganz gut. Wir triggern hier mal auf Auto, Simple Edge. Da machen wir mal ein bisschen höher. Den Kanal 1 ist, glaube ich, schon in Ordnung, den zu nehmen. Und schauen wir mal, da passiert auch was. Aber vielleicht ist es sinnvoller, das noch ein bisschen anders zu skalieren. Ja, er geht Overrange. Das macht auch Sinn eigentlich. Gehen wir mal auf 5 Volt. Immer noch Overrange. Das ist auch der richtige. 10 Volt. Da hätten wir jetzt was gehabt. Ein Signal, wir können ja mal ein bisschen weiter links triggern, da sieht man auch mehr vom Signal. So. Okay, ich wähle mal das DC Coupling. Ah, vielleicht wären wir doch bei AC. Etwas einfacher. So. 200 Mikrosekunden pro Division gefällt uns zunächst nicht. So, da kriegen wir schon ein bisschen mehr in das Signal rein. Und wenn noch ein bisschen weiter, 200. So, und da können wir jetzt auch schon was sehen vom Signal. Das ist eigentlich auch das komplette Signal hier. So, und jetzt müssen wir natürlich hier die Protokollanalyse wählen. Serial Decoding wäre wohl das Richtige. Und da kriegen wir eine ganze Menge. Wir nehmen hier mal UART RS232, RS422 und 485. Okay, und das kreieren wir. 9600 Baud haben wir. Data ist auf Kanal A.
wäre einer und ich weiß schon, dass wir es invertieren müssen. Nehmen wir den mal. Eine Custom Baud Rate. Müssen wir mal wieder wählen. 9600. Warum wir auf Custom gerutscht, das weiß ich nicht. Okay, so, da ist das jetzt entstanden an der Stelle. Und jetzt gucken wir einfach mal, was passiert, wenn wir hier wieder Signale übertragen. So, da müsste jetzt ein Signal kommen. Mal die 1. Da sehen wir schon die Daten 3, 2, 3, 4 und so weiter. Also hier in dem Fenster werden jetzt die Daten angezeigt, die ich hier tippe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Das ist die 3, 0, die Space-Taste. Ist wohl eine Funktionstaste hier. Und ich kann hier auch das A wählen oder auch das große A und habe damit eine Protokollanalyse gefahren. Ich kann genauso eine weitere Protokollanalyse zufügen hier für den zweiten Kanal. So, da ist das Daten eben genauso gewählt. Wir nehmen hier die 9600 wieder. Oh, jetzt weiß ich mal wieder hoch. 70, 80 invertiert ist auch in Ordnung. Bitorder ist auch richtig. Und okay, dann haben wir das. Hier drin. Dazu muss ich natürlich jetzt das andere Terminalfenster nehmen und auch den Trigger ändern auf E, damit da irgendwas passiert. Man sieht hier schon den Punkt rausgekommen. Aber es läuft deswegen nicht. So, jetzt kommen da auch Signale. Und hier wird die 7.3 oder die 1, die 3.1, 3.2, 3.3. Also auch das funktioniert sehr stabil. Und ich kann mit dem Picoscope hier auch Protokolle, zumindest so einfache Protokolle wie das UART, analysieren. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, was dann wohl das Fazit sein wird.